Willkommen zurück zu Let's Play Starbound! Hallöchen! Jawohl, und das ist hier jetzt vielleicht, sind vielleicht ein paar Dinge anders, vor allem dieses schlagkräftigen Argumente und den hier vielleicht auch Cupidus Bogen, und wir haben hier auch ein paar Flügelchen jetzt hinten. Jawohl. Ja, das liegt daran, ich hatte zu viele Videodateien auf Fraps, sodass Fraps die letzten paar Folgen nicht aufgenommen hat, was mir ziemlich leid tut. Genau. Egal, ich weiß auch gar nicht, ob ihr mitbekommen habt, wie ich dieses Schwert hier bekommen habe. Das ist ziemlich nice. Ja, deswegen auch nicht wundern, wenn ich jetzt... Erzähl von dem Tempel, von den Avian-Tempel. Ja, ja, wir waren im Avian-Tempel und da haben wir beide eine Knarre bekommen. Ich habe zwei bekommen, einmal diese hier, einmal die. Und ich diese. Jo. Und wir haben mal nachgesehen, wie unser Planet heißt. Das ist nämlich Alpha Accubens 2295 IVH. Falls das nicht mehr auf dem Let's Case drauf war, ich war so schutzfähig und habe den Planet außerdem nicht mehr zu seinem Heimatplanet gemacht, und jetzt sind wir irgendwo am Arsch der Welt. Yep. Alles, das haben wir alles dem Dave zu verdanken. Toll. Den Dave schon wieder. Klar. Warte, ich tue ihm ein paar Sachen rein, die ich nicht brauche. Jawohl, der Radio kommt hier gerade. Jetzt gehe ich erstmal schön auf Philips Schiff, denn der ist sogar ein richtig geiler Planet, wo es viel Kohle gibt. Dann gehen wir jetzt mal hin. Warte. Ich geh schon mal hin. Tschö. Junge, ich muss hier noch ein paar Sachen in die Truhe tun. Ich kann nicht die ganze Zeit. Ich kann nicht die ganze Zeit mit dem ganzen Scheiß hier durch die Gegend laufen. Die Starbuck-Musik. Mach aber deine Musik nicht so laut, ne? Denk dran. Ja. Das hört man mich wieder nicht. Ja, wenn du mal ein bisschen lauter reden würdest. Tschö. Man sieht sich. Schon wieder dieser Scheiß, ey. Alter, was ist das da für ein Wurm? Ist der Friendly? Toll, ich muss jetzt mal runter. Auf diesem Planeten. Nichts drin, leck mich. Junge. Und ich bin auch unten. In welche Richtung bist du gegangen? Ich bin links, dann du mal nach rechts. Nö, ich geh auch noch links. Nö. Alter, wie viel Iron Ore hier sind. Oh. Oh. Oh, wieder ein Vogel mit einem Treffer rausgenommen. Oh. Hammer, das Schwert. Ich finde das Schwert endgeil. Ja, und wir sind auf diesem Planeten, weil man hier einfach mega geil Kohle abbauen kann. Ich hätte eine Idee. Wir könnten ja mein Raumschiff immer hier lassen, damit wir das dann hier sozusagen als Kohleplaneten haben. Und mit deinem Raumschiff dann die Gegend erkunden. Was ist das? Ist das Platium? Ey, du musst auch noch sagen, dass du eine neue Spitzhacke hast. Ach ja, ich habe jetzt eine endgeile Spitzhacke. Nämlich ist das eine Platium-Spitzhacke. Und mit der geht jetzt alles auch richtig viel schneller. Ja, ich habe eine Silver Pickaxe, die mir meiner Meinung nach sowas von ausreicht. Ja, ja. Ich könnte später auch noch eine andere machen. Dafür. Ich könnte dir eigentlich auch noch eine bessere machen, ne? Ich habe noch genug Zeugs dafür. Mach mal, dann machen wir mal eine bessere. Ja, ja, wenn wir wieder im Raumschiff sind. Und eine Truhe, und da ist eine scheiß Axt drin, die ich nicht brauche, die so ähnlich aussieht wie meine erste. Okay. Und Alter, ich töte die ganzen Viecher immer nur, weil ich es kann, weil man einfach mit einem Schlag, weil ich mit einem die Schlag Vögel durchkomme. Kann man mit der Knarre mega geil von Himmel fischen. Hammer. Die gehen nicht mehr so auf den Sack. Jawohl, Kohle. Nein! Ich bin in die Lava gefallen und ich bin tot. Jawohl, da sehen wir jetzt nach langer Zeit mal wieder diesen Anfangsscreen. Ach ja, wir müssen dann aber auch noch mal nach dem Planeten suchen, ne? Ja, ja. Dann lassen wir mein Schiff hier stehen und suchen dann mit deinem dann nach dem Planeten. Ich gehe jetzt nach links. Scheiß drauf. Oh, der Dave hat sich hier mit kleinen Erdblöcken nach oben gebaut. Oh. Alter, dass wir das nicht brauchen. Wow. Schießen mit Munition. Warte, ich komme. Ja, ja, das sind solche komischen Vögel. Nein, das sind so Pferde. Nein, halt Pferde. Die machen Pferdegeräusche, die machen die ganze Zeit. Und ich bin vergiftet. Oh oh. Jetzt wird's hier hart. Ja, warte, ich bin gleich da. Ja, nur eins ist tot. Das zweite ist tot. Hammer, wie die Viecher dann die ganze Zeit abkratzen. Und ich nehme eine Bandage. Ein Shuttlefisch. Zack. Alter, kann man mit diesem Schwert gut austeilen. Hier sind voll viele Plant-Fibers. Hammer.
Weiter auf diesem Planeten ist ja auch. Oh, ich habe hab die einzige Bandage aufgebraucht, die ich habe. Warte, ich mache mir ein paar mehr. Da ist eine Truhe, nice. So, und zwar habe ich das Inventar da oben jetzt auch ein bisschen sortiert. Mal gucken, das sieht gut aus. Was hier drin ist. Und zwar kommen da dann immer die Blend Fibers hin und ich werde mir davon jetzt auch mehrere machen. Geil, eine Pilotenbrille. Nice. Was ist das? Wurfmesser. Ah, die habe ich auch. Eine Stone Pickaxe und Gold Ohr. Die Gold, das Gold dann nehme ich mit, die Stone Pickaxe lasse ich mal da drin, ne? Die Wurfmesser lege ich mir mal auf den Quickslot, oder? Ey, da bist du. Nee, oder nicht auf den Quickslot legen. Hm? Die Wurfmesser geil? Ich habe die noch nicht ausprobiert. Ah doch, einmal hatte ich die ausprobiert. Was ist das denn für eine Waffe? Sag mal die Waffe. Wo ist die? Sag mal. Die habe ich doch gerade. So. Naja, es geht so. Meine normale ist besser. Nimm du mal das Iron Ore da unten mit. Komm Bock. Ich habe genug Iron Ore. Ich nehme mal die Plant Fibers hier unten mit. Na, das habe ich auch. Ich weiß, dann habe ich auch noch ein paar Bandagen. Alter, ich will es da machen und Daisy sind die geilsten Spieler ever. Ja, ja, vor allem im Mehrspielermodus. Dann lass uns mal irgendwann dann auch noch mal nach unten graben. Im Labor. Warte auf mich, fürs Let's Play. Das ist eh kein besonderes Labor, hier gibt's nur Geld, ich mach das kaputt. Egal, wir können sicher ein paar Sachen mitnehmen. Ja, nimm du die mit, ich bin schon weg. Junge. Junge, was? Ah, ich sehe das Labor. Gerade gibt's aber gerade sehr wenig Kohle, fällt mir auf. Was nice, gibt, wieder so ein rotes Blinklicht. Geht doch. Wow, ich hab deinen Fall gesehen. Hast du den jetzt auch gemacht? Den hab ich schon lange. Hast du übrigens ein bisschen Leder? Nein, hab ich doch gerade schon mal gemacht. Gold, oder? Und Kabel, oder? Nicht Kabel, oder? Kohle. Super. War nicht schon wieder die Viecher. Ich hasse die. Dann kommt da noch so ein verkackter Piepmatz. Der Piepmatz ist weg. Junge, warte, ich komme. So macht man das. Kurzen Prozess. Alter! Ich sag ja, das Schwert ist Hammer. Kommt der da einfach? Zack. Kohle. Da ist viel Kohle. Alter, du siehst die ganze Kohle immer. Und ich laufe gerade die ganze Zeit nach links und töte die ganzen Viecher. Nichts und die Kohle brauchen wir. Ja, Junge, ich werde wieder getroffen, weil du da hinten am Kämpfen bist. Kommt da so eine Kugel auf mich zugeflogen? Ich so, Hammer. Ich will auch nicht mehr Double Jump. Ich glaube, den hat Bronkus heute noch nicht. Siehst du, wie hammerisch geil das Schwert ist? Ja. Warte mal eben kurz, ich mach mal eben ein paar Bandagen. Ja, ja, ich nehme hier auch noch ein paar mit. Ja, 13 genau. Ey. Warte mal, ich mach mal eben noch mal. Ja, da ist er tot. Du hast da aber ein bisschen leider stellst, wie ich traut. Ey, Vogelarmee. Nee. Erster. So, nimm meine Bandage. Mich an die Spitze. Ich liebe das, dann immer so mit einem Schlag die ganzen Viecher wegnehmen. Hast du da? Ja, ja, Spitzhacks. Ja, ja, cool. Ich nehme die
Plant Fibers hier noch mit. Ich hoffe, dass wir noch mehr als genug haben. Kohle. Egal, man kann nie mehr als genug haben. Man braucht immer welche. Bandagen sind wichtig. Auf welche Taste war das da? Wir wollen eine Truhe. Oh! Ich hab was für dich. Jetzt kommt. Etwas in diesem Style. Nee. Doch, bitte. Geh mit mir. Friss it. Wie mache ich das? Dafür musst du nach oben in ein Schiff. Warte, ich zeig dir das. Komm mal mit. Ich mach gleich. Ich geh noch. Ja. Okay, Hammer. Ja. Also du musst nach oben lass in dein. Lass mich in die Truhe gucken. Ey, das braucht man nicht. Scheiße. Übrigens, ich hab mir jetzt. Hammer, dann haben wir beide, dann haben wir beide Doppelsprung. Ich hab mir auf Skype geguckt, wie man sich Dingens machen kann. Beta-Planeten, ne? Was? Wie? Wie man sich den Beta-Planeten machen kann. Wie? Ja, hab ich dir doch auf Skype geschickt. Was mit diesem UFO? Achso, ja, das weiß ich ja. Da muss UFO man und danach muss man diesen Roboter töten. Ja, man muss einfach nur diese so eine Satellitenschüssel machen, dann kommt das UFO, du musst das töten, das gibt dir was. Ich weiß, aber das ist richtig schwer, das zu töten. So schwer ist das nicht. Nicht mit den geilen Waffen, die wir haben. Wow. Abgestürzt. Beinahe. Das machen wir dann etwas später. Ja, ja. Erstmal gucken wir hier Alpha-Planetensystem. Und auch erstmal finden wir unseren Planeten wieder, dann können wir da vielleicht so ein Kampfareal für das UFO aufbauen. Wie geil das war. Du fällst da so runter so. Ich bin tot. Da macht ihr das oben schnell, den Doppelsprung. Du musst zu diesem 3D-Printer oder was das da rechts in deinem Raumschiff ist, hingehen. Und dann auf Tash und dann musst du das Teil da reinziehen. Okay. Jawohl, eine Stadt. Nee, ein Gefängnis, noch geiler. Hammer. Genau jetzt musst du ja auch sterben. Jawohl, ich hab Stacheldraht. Hammer-Gefängnis. Endgeil, der Schreibtisch auch noch. Hammer, ich nehme das hier mal auseinander. Tatsächlich. Hä? Was? Junge, das macht keinen Sinn. Was? Jetzt gehe ich gerade so auf unseren Kanal, steht da jetzt 33 Abonnenten, ne? Gehe ich auf die 33 Abonnenten, steht da wieder 34 Abonnenten. Das macht keinen Sinn. Zum genaueren Verständnis, wir hatten gerade schon mal sowas. Push! Push! Also was muss ich jetzt machen? Zu diesem Tash-Teil, also in deinem Raumschiff hast du als erstes so ein Teil, so eine Art Kiste, ne? Dann hast du hinten in deinem Raumschiff ja auch noch so ein ähnliches Teil. Diesen Tash-Ding da. Ja, ja, da musst du dann auf Tash machen und das Teil da irgendwie reinziehen. Wow! Reinziehen. Junge, heftig. Ja, einfach irgendwie da reinziehen, keine Ahnung. Ich weiß es jetzt nicht mehr so genau. Junge, heftig. Komm an, dann auf jeden Fall zum Gefängnis. Hier geht die Post ab. Geht irgendwie nicht. Bist zu blöd dafür. Junge, hier ist Tash. Und dann kann man dann nur Login machen. Ja, dann muss halt Login. Ja, da kann ich aber nicht den Blueprint reinziehen. Ja, dann halt so etwas ähnliches. Na Junge, du Marke. Da meine Bandage. So, jetzt. Gut, und dann hast du jetzt Doppelsprung. Is it nice? Egal, also wahrscheinlich hat YouTube was Störungen. Wir werden ja sehen, ob jetzt 33, also wir hatten auf jeden Fall definitiv 34 Abonnenten. Ja, ja. Wenn es jetzt einer deabonniert hat, bin ich schon um. Mach es, dann abonniert uns nie wieder jemand. Warte, wie geil das ist, mit Doppelsprung über einen schwerelosen Planeten zu springen. Ja, ja. Den Stein kann ich wegschmeißen. Komm mal her, ich brauch Hilfe von dir, um die ganzen Sachen mitzunehmen. Ich komm auf ein Schiff. Schiff. Hammer. Das dachte ich mir auch irgendwie, so ein
auf einem Magma-Planeten an so ein Gefängnis. Oh, da meldet sich der Timer. Ich weiß aber nicht, ob das Doppelsprung ist. Das ist nur Pulsschlag. Ja, das ist Doppelsprung. Ja? Ja. Da meldet sich der Timer, aber ich muss erstmal gegen die hier kämpfen. So, der erste. Und der zweite. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von Starbomb, wo ich das Gefängnis weiter auseinandernehme. Tschüss!